Das hier könnte auch ein wunderschöner Hinterhof sein in einem beliebigen Pariser Arrondissement, aber wir sind in Deutschland geblieben. Damit herzlich willkommen hier bei Nachspielzeit.rocks Rocks in Sachen Formel E. Der 8. Saisonlauf stand an, E-Prix von Paris. Es war dort die 3. Ausgabe in der 4. Saison, also Paris zählt zu den am etabliertesten Rennstrecken und Städten im ABB-FIA Formel E-Meisterschaftskalender. Ich bin Andreas Richter, begrüße euch ganz herzlich gemeinsam mit unseren Partnern Nachspielzeit.rocks, habe ich gesagt, autoundmobil.tv und andreasrichter.tv. Dieses 8. Rennen, was hat's gebracht? Es hat 2 der 3 Top-Favoriten oben auf dem Podium gesehen. Zum einen Jean-Éric Vergneux, der Franzose, hat sein Heimrennen gewonnen. Natürlich für einen besonders stolzen Franzosen und Pariser. Er ist in Paris geboren und in der Nähe aufgewachsen. Eine besonders emotionale Sache. Sam Bird, der Brite, kam aufs Podium, spektakulär, komme ich gleich noch zu, auf Rang 3. Der einzige der Top 3 in der Meisterschaft, der nicht auf dem Podium oder in dessen Nähe gelandet ist, ist der Schwede Felix Rosenqvist in seinem Mahindra. Nicht ausgeschieden, aber fernab vom Podium, übrigens auch wie Teamkollege Nick Heidfeld. Kommen wir zum Rennen. Pole Position für Jean-Éric Vergneux. Sam Bird, schnellster im ersten freien Training. Also die beiden waren ganz vorne. Lucas Di Grassi in seinem Audi sehr, sehr stark. Daniel Abt nicht ganz so stark wie Di Grassi, aber auch gut unterwegs im Training. Und dann im Rennen Di Grassi am Ende 2. Sam Bird 3. hinter die beiden, also hinter Jean-Éric Vergneux. Was war passiert? Denn einen Mann wollen wir nicht vergessen. Das war André Lotterer, der gebürtige Duisburger. Der fuhr fast auf dem Weg zum Doppelsieg hinter Jean-Éric Vergneux, zum Doppelsieg für Techita. Hat nicht gelangt. Und ganz kurios und spektakulär die letzte Runde. Die Energie war zu Ende. Lotterer musste massiv verlangsamen, und zwar nur wenige hundert Meter vor der Ziellinie. Di Grassi ging vorbei auf Rang 2. Lotterer war zu dem Zeitpunkt 2. Und dann kam Sam Bird und aus meiner Sicht, ich habe es mir mehrmals in Videozeitlupe angeschaut und in der Wiederholung angeschaut, ich kann es nicht wirklich erklären, warum Sam Bird den Unfall nicht verhindert hat. Er ist von hinten in Lotterers Wagen reingekracht, hat sein rechtes vorderes Rad abgerissen und ist quasi über die Ziellinie drüber gerutscht mit hohem Tempo, wurde eben noch 3. der Engländer. Lotterer wurde einige Stunden danach von der Rennleitung bestraft. 10 Plätze wird er nach hinten versetzt beim nächsten Rennen. Wo findet das statt? In drei Wochen, am 19. Mai in der bundesdeutschen Hauptstadt in Berlin. Die anderen Deutschen, Daniel Abt, klasse Rennen von ihm, nur 14. im Training, das war schwach. Aber ganz hervorragend, seine Rennleistung ist vorgefahren bis auf Position 7. Und Maro Engel, der hatte im Training weit vorne gestanden, Top 4, war am Ende weit vorne, also auch für ihn ein sehr gutes Rennen, leider nicht für Nick Heidfeld. In 3 Wochen geht es weiter nach Berlin, nach Tempelhof, also eine Flughafenstrecke, zum 4. Mal in der 4. Saison eine deutsche Station in der Bundeshauptstadt. Ich freue mich drauf und wir sind, wenn alles klappt, sogar vor Ort mit Nachspielzeit.rocks, melden uns also dann direkt von der Strecke. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss, sagt euer Andreas Richter.